Hey. 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 Schon besser. Oh, ich glaube, die haben gar keine Verteidigung, die armen Säcke. Guck mal, kostet alles auch für die Partner weniger. Das ist gut. Das ist ein Raketenwilli. Sieh doch, wie seine Augen, wie seine Außenhaut funkelt. Wenn du allerdings nur da sitzt und ihn anstarrst, hat er dich. Maximal KP 3, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Achte auf deine KP, denn ein Explosionsangriff kann sehr wehtun. Lass sie uns ausschalten, bevor sie uns zu nahe kommen. Also viel Erfahrungspunkte geben die uns nicht, aber Münzen geben die uns, glaube ich, relativ viele. Autsch. Gut, aber wenn man das eine Zeit lang macht, dann ist es auch relativ viel. Hä? Doch nur so wenig Münzen? Okay. Bin enttäuscht. Machen wir so eh. Ich habe doch gar keinen Drehangriff gemacht. Das ist eine Willi-Kanone. Sie feuern einen nicht enden wollenden Strom von Raketenwillis ab. KP 10, Verteidigung 4. Sie greifen dich nicht direkt an. Außerdem sind sie sehr stabil. Du musst sie ständig angreifen, sonst ist die Luftball von Raketenwillis überfüllt. Glaub mir, das willst du nicht sehen. Auch warum nicht? Das ist bestimmt schön. Jawoll. Das umgeht einfach die Verteidigung. Das ist mega gut. Nein, nee, 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 nee. Mach mal so. Und dann mit dem normalen Hammer auf den drauf. Das müsste reichen. Jawohl. Cool. Das waren die, aber da oben sind auch nochmal welche. Ne? Hi. Yikes, yikes, yikes. So. Einmal. Dann zweimal. Und mit Mario kann jetzt leider gar nichts machen, weil der zu schwach ist. Ist natürlich doof. Dann nimm mal was. Mach eh. Mach kaputt. So, und dann aber auf den kleinen Fratz hier springen und dann war's das. Yay. Ich glaube, da oben ist auch nochmal einer. Alle guten Dinge sind drei und so. Ah, ah, den wollte ich doch gar nicht erwischen. Ah. Egal. So. Das ist schnell erledigt. Boom. Na, da guckst du doof, gell? Wow, zwei Münzen. Spendierhosen angehabt oder was? Da oben sind auch noch mal welche. Oh. Das hat wehgetan. Einfach durch? Hä? Kein Erstangriff? Was ist hier los? Das ist so ein Nervbolzen. Seht ihr den auch? So. Das ist erstmal ausgenockt. Bedient er die Kanone oder was macht er? Okay, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Tschüss. Tod, Tod, Tod. Tod und Verderben. Muahaha.
Bündnis wird verdoppelt. Das ist einfach mit Abstand der beste Zauber. Also für mich zumindest. Ich mag den. Also das ist mein Lieblingszauber. Alles andere kann von mir aus gestohlen bleiben. Ihr bringt mir keine Erfahrungspunkte. Beziehungsweise ihr bringt mir schon welche, aber die sind einfach schlecht. So. Es ist auch noch ein Kamek. Was wollt ihr denn alle von mir? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Mist. Das war dumm. Ich wollte eigentlich den Kamek zuerst wegbrutzeln. Angriffskraft erhöht. Na, geil. Dankeschön. Ich treffe zwar nicht die Willis, aber die Kanonen. So. Den da ausschalten, bitte. Ja, ich drücke immer viel zu früh. Und jetzt zu dir. Und du bist tot. Na, immerhin nochmal 10 bekommen. Das ist wenigstens ein kleiner Trost. Aber das war's jetzt endlich mit den Kanonen hier. Aha, es geht noch weiter. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Knochen trocken. Komm halt her. Zack, zack, zack. So, jetzt zu dir. Ich hab keine Ahnung, wie viel du aushältst. Ich weiß nur, dass du mir wehtun möchtest. Das finde ich nicht so schön. Zack, zack, zack. Noch ein trockenes Down. Ach stimmt, mit einer Explosion könnte ich ihn jetzt komplett ausschalten, sonst wiederbelebt er sich irgendwann mal wieder. Stimmt, da war ja was. So. Einmal. Kommt er wieder hoch? Ja, war ja klar. Jetzt, wenn ich ihn gehabt hätte, ne? Nervender Typ, du. Erstmal den Kupfpatrouille, bevor die Verstärkung ruft. Die ist gefährlicher. So, jetzt pass mal auf. Erstmal kurz einmal scannen und dann können wir immer noch Bombette holen. Das ist ein Knochentrocken. Knochentrocken sind die skelettierten Überreste von Koopas. Maximal KP 8, Angriffskraft 4, Verteidigung 2. Gerade wenn du denkst, du hättest sie besiegt, erheben sie sich wieder und greifen an. Du musst sie alle auf einmal schlagen. Oder setze Feuerattacken ein. Sind sie erst zu Asche zerfallen, können sie nicht wieder auferstehen. Ach, Feuer geht auch. Ich habe keine Feuerbomben mehr, Mist. Aber eine Bombe müsste reichen. Das zählt ja auch als Feuer. Hier, Bombe. 17 Schadenspunkte, Alter! Boah, der Arme. Der tut mir ein bisschen... Das tat mir jetzt tatsächlich leid. Also, 17 wollte ich ihm jetzt doch nicht abziehen. Das ist ein bisschen zu krass. Oh, den brauche ich. Den tue ich gleich inhalieren. Nom, nom, nom. Dann ja, pass mal auf. Ich glaube, das wird nichts. Nee. Der braucht viel zu lange, um diese Bombe zu werfen. Ja. Tschüss, ihr zwei. Vernichtung! Wie viele Punkte gibt es? 4. Boah, cool. Gefällt mir. Auf welchem Level sind wir eigentlich aktuell? 22. Wie viele gibt es denn eigentlich? Okay. Gibt's hier auch einen Block? Ja.
Ja, war ja schon ein bisschen klar. Das Muster war da. Du musst es nur ausführen. Schön. Okay, ich muss einen von diesen Steinen wegschieben. Ich weiß nicht mehr welcher. Einer von denen konnte man wegschieben. Den konnte man wegschieben. Dann gehen wir da rein. Na nö, wo sind wir denn jetzt? Nochmal in so einem Raum. Au! Fühl mich nicht gut. So. Einmal und zweimal. Weil ich bring ein Level ab. Könnt mich mal. Oh, ist das schön. KP auf 50. Cool, 50 KP. Jetzt kann Bowser kommen. Jetzt hat er keine Chance mehr. Okay. Hier geht's durch, aber ich glaube, es gibt hier zwei Durchgänge, ne? Nee? Okay, es gibt einen. Aber es gibt hier einen Speicherblock. Das ist gut. Guck mal, so kann man es doch tatsächlich lassen, fast. Oh. Gut zu wissen. Brauche ich aber gerade nicht. Hatte gerade ein Level ab. Schon wieder so ein Raum. Und ein Hammerbrüderchen. Zählt mein Sprung? Na, normaler. Okay. So, dann einmal nochmal die Powerbombe, dass der Knochenbrocken weg ist. So. Jawohl. Dann machen wir noch einen Multisprung. Du bist tot. Du lebst zwar noch, aber du bist tot. Damit komme ich zurecht. Ja, oder auch nicht. Mama mia. Ich bin ein kleiner Trottel. Schon mies, dass er einfach keinen Schaden macht hier. Aber das reicht. Bombett regelt es. Boah, hier kann man echt gut leveln. Ich glaube, das muss ich echt noch machen, ein bisschen hier. Voll gut. So, der... Warte mal, ich gehe da mal rein. Was ist denn da? Nix. Das ist ja schön. Nee, das hätte ja sein können. Was? Gibt's hier irgendwas? Nö. Okay, dann gehen wir halt wieder. Tschüss. Ich dachte vielleicht wenigstens irgendwie ein Gegner oder sowas, aber nö. Okay. Dann weg mit dem Eingang. Geh mal da rein. Clever gemacht, muss man schon sagen. Und da ist der Schlüssel. Cool. Wie viel Leben habe ich verloren? 10. Ist aber nicht so geil. Was soll das? Habe ich das erlaubt? Ich glaube, das habe ich nicht erlaubt. So eine Frechheit. Dann einmal speichern. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt können wir speichern. Ich glaube, ich weiß, was uns da vorne jetzt bevorsteht. Möchte ich nochmal vielleicht... Aber ne, hier ist es noch gar nicht. Hier ist noch was anderes. Wusste ich's doch. Hallo. Boah, wer hätte das gedacht? Weiter wirst du nicht kommen. Denn ich, Pech für dich, lass dich nicht vorbei. Aber, wenn du willst, gebe ich dir noch eine Chance. Du schaffst es ohnehin nicht. Willst du es wagen? Was bleibt uns anderes übrig? Boah, das ist natürlich völlig zwecklos, aber versuch es ruhig. Das nur, weil ich ein so sanftes Herz in meiner steinernen Brust habe. Boah, süß. War ein Witzwurm. Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Ja, klar. Machen wir ein kleines Quiz. Einige meiner Leute werden hier herauskommen. Deine Aufgabe ist es, die ihre Anzahl und Farben zu merken. Anschließend musst du meine Fragen korrekt beantworten.
Wir wissen beide, dass das völlig unmöglich ist. Hast du eine Ahnung? Das krieg ich hin. Ganz sicher krieg ich das hin. Aber wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, darfst du passieren. Und du darfst nur 2 Fehler machen. Natürlich wirst du garantiert 3-mal daneben hauen und musst dann die Konsequenzen tragen. Los geht's. Okay. Let's go. Okay. So, sag mir, wie viele Koopas du gesehen hast? Das waren 3. Yay. Ah, das ist ja richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Okay. So, von welcher Sorte gab es 3? Das waren die roten Shy Guys. Die anderen gab es 4-mal. Hehehe. Ich liebe solche Quizzes, ich weiß nicht wieso. Okay, nächste Frage. So, wer kam aus dem mittleren Eingang? Das waren, glaube ich, die Roten, gell? Auch wieder die Roten. Komm schon. Ja! Okay. Frage 4. 4 Koopas. 2 Goombas. 1 grüner und 3 blaue. Okay. Sag mir, wie viele Goombas du gesehen hast? Das waren 2. Da war ich mir selbst nicht sicher, aber es sind, glaube ich, 2 gewesen. Ja. Eine Frage noch. Ah, ich kann nicht glauben, dass du schon 4-mal richtig geantwortet hast. So, jetzt reicht's aber. Genug mit dem Spielchen. Jetzt stelle ich dir eine richtig schwere Frage. Nächste und vielleicht letzte Frage. Wow. Und ein Goomba. Wow. Wie viele Arme gab es zu sehen? 4. Goomba hat keine Arme. Dankeschön. Ah, korrekt. Ich fasse es nicht. Du hast 5 meiner super harten Nüsse geknackt. Ah, ich wurde geschlagen von Mario. Was für eine Schande. Ja. Pech gehabt. Okay, jetzt sind wir oben auf der Burgmauer. Das ist cool. Okay, ich glaube, ich brauche Batti oben. Hier gibt es bestimmt den einen oder anderen versteckten Block. Oh, es nebelt ein bisschen. Hey, Kollege. Schau dir auf die Nuss. Okay, ich brauche nicht Watt, ich brauche Bombette. Ich muss hier mal kurz ein bisschen was sprengen. Und tschüss. Zumindest die 2 da hinten. Knochenbomben geben einfach 4 Sternpunkte. Das ist mega gut. Einmal, 2-mal. Dann nochmal eine Powerbombe und das Ganze ist erledigt. Ja, da guckt ihr doof, gell? Dafür geben die Koopatrouille nur noch jeweils 1. Das ist schade. Und wir bekommen mehr Münzen, obwohl uns das eigentlich gar nichts mehr bringt. Trotzdem danke. Oh, und wie viele Münzen? Nice. Theoretisch, ja, könnten wir jetzt nochmal den ganzen Weg zurückgehen und ja, alles nochmal kaufen oder machen und so. Weil 100% können wir jetzt sowieso nicht mehr erreichen. Denn nachdem wir Bowser besiegt haben, gibt es keinen Zurück mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber ist leider so. Also man muss die 100% holen, bevor man hier hochläuft. Das heißt zum Beispiel die ganzen Sternsplitter sammeln und die Orden sammeln.
Das geht sonst alles nicht mehr. So. Ein. Wow. Lohnt sich voll. Und du? Auch nur noch ein, oder? Ja, na klar. Ist ja lahm. Voll lahm. Macht keinen Spaß mehr hier. So. Einmal da hoch. Das Chili Royale nehme ich auf jeden Fall mit. Kannst du machen, was du willst. Dafür lasse ich sogar irgendwas anderes da. Ist auch ein Sirup hier. So. Wenn ich die Möglichkeit habe, die Wahl zwischen 10 oder 50 BP auffüllen. Ja. Dann ist die Frage sehr schnell geklärt. Was willst du jetzt von mir? Aua. Wollen wir dich mal da oben runter? Nein! Oh, toll. Muss ich BP verschwenden hier. Naja. Thema erledigt. Die Kämpfe geben noch voll viel Sternpunkte. Die Knochenbrocken sind meine Energiequelle hier. Mal her. Mal her. Na, nicht so. Oh, als ob er es gemerkt hätte. Multisprung. Zack. 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 Und alle tot. Bombette ist mein Favorit inzwischen. Ich dachte immer, dass es Watt wäre, aber Bombette ist einfach der Hammer. Noch jemand, der sich mir in den Weg stellen möchte? Nö. Ist ja langweilig. Okay. Wir nähern uns dem Ende des Schlosses. Da unten gibt es, glaube ich, noch einmal einen Kerker und dann war es das. Und die Musik hat sich wieder ein bisschen geändert. Und da ist nochmal eine Kuhpatrouille. Komm mal her. Ist ja nur der eine kleine Mikrowurm da. Zack, zack. Und dann nochmal ein Rempler von Bombette und dann war's das. So. Easy. Gib den Schlüssel her. So. Und da können wir uns wieder ausruhen, hoffe ich. Erstmal befreien. Mario, gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so einfach fangen ließ. Eine Schande. Ich wette, Prinzessin Peach wird streng bewacht. Bitte, du musst sie retten. Oh, Mario, danke, dass du gekommen bist. Es ist schön, dich zu sehen. Alle Gefangenen sind in der Festung verstreut, deshalb sind hier nur 4-4. Sind die anderen in Sicherheit? Sag bitte nicht, dass wir die Einzigen sind, die du gerettet hast. Ich hoffe, dass sich bald wieder alles in guten Wänden wird, damit wir uns alle wiedersehen können. Wir haben alle gerettet, glaube ich, inzwischen. Wenn ich gewusst hätte, dass etwas passiert, wäre ich mit Bürgermeister Pinguin wieder nach Hause gegangen. Ich wünschte, ich würde in Paper City aufmachen und müsste nie wieder von dort weggehen. Ich träume jeden Tag von leckerem Fruchtsorbet. Lecker. So. Hier können wir uns nochmal ausruhen, das ist aber nett. Was brauchen wir auch? Ein bisschen Kraft kann nie schaden. Auch wenn es wahrscheinlich mega unbequem ist. Aber es ist halt so. Okay, da gibt's nichts mehr. Und weiter geht's. Okay, wir speichern gerade nochmal, weil wir gerade da sind. Das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, rechts geht's wieder weiter. Links ist... Ist da überhaupt irgendwas? Ja, natürlich. Oh, hier muss ich tatsächlich hin. Upsi. Ich brauche Bombette. Aber
da unten ist erstmal ein Knochendrogen, den ich ausschalten muss. Aber da kommt sie leider gerade nicht hin. Das heißt, sie wird mich angreifen. Obwohl, warte, nee. Ah, doch, cool. Na super, und dann trifft's mich. Warte. Jetzt läuft der weg. Der will mich verarschen. Sag mal. Ernsthaft jetzt? Toll. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben und dann passiert sowas. Das ist ja traurig. Weg mit euch. Und tschüss. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, weg ist er. So, hier ist ein Schalter. Ja, den muss ich jetzt drücken. Zeitverzögert mit vom Bette. So, jetzt muss ich da ganz schnell hoch. Nein! Ach, hab's schon gesehen. Hab's falsch gemacht. Tut mir leid. Guck mal. Hier. So. Schalter drücken. Schön. So. Und was bekomme ich? Ein Ultrapelz. Oh, das ist ultra gut. Ach, solche Wortwitze. Direkt drauf. Nicht schlecht. Okay, ich muss hier nicht hin. Das ist optional, aber zum Ultrapilz? Ja, warum nicht? Einfach so geschenkt bekommen? Muss ich mich nochmal aufladen? Nö. Also wenn ich deswegen sterbe, dann ist traurig. Das ist auch wieder zwei Wege. Ich kann mich nie entscheiden, welchen Weg ich gehen soll. Autsch. Holen wir mal den Kamek darunter. Beziehungsweise wir machen ihn auch gleich tot. Das geht auch. Kein Problem. Tot. Aua. Das tut weh. Zwei sind zwar nicht tot, aber angeschlagen. Jawohl. Sehr gut. Machen wir so. Und machen wir so. Wir dezimieren minimal Bowsers Handlanger. Schafft, damit er sich mal neu einstellen kann. Okay, da kommen wir nicht durch. Da ist abgeschlossen. Das heißt, wir müssen hoch. Mist. Oh Mann, die gehen mir ein bisschen auf den Sack da. Also diese Kuhpatrouille vor allem ein bisschen. So. Mist. Na komm, dann lass mal gleich Bombette angreifen. Das hat so keinen Zweck. Schon traurig, dass die Hammerbrüder mehr Sternpunkte geben als die Patrouille. Die Elite-Truppe Bowsers, ja, ist schwächer als so ein bescheuerter Hammerbruder. Oh. Apropos. Wen haben wir denn da? Ah, wen haben wir denn da? Das ist ja schön. Kann ich alle He machen? Das freut mich aber. Jetzt sind die Knochentrocken schon wieder schwächer mit den Sternpunkten. Ich verstehe das System irgendwie nicht. Das war dumm. So, selbes Prinzip.
haben ja schon gelernt, wie das geht. Da kann sie auch nichts Neues einfallen lassen, um seine Sachen zu verstecken. Naja, sein Pech, unser Glück.